Guten Abend. Es ist das älteste Reiseunternehmen der Welt. Und Namensgeber Thomas Cook gilt sogar als der Erfinder der Pauschalreise. Nun könnte die Geschichte der renommierten britischen Tourismusfirma enden. Denn Thomas Cook droht die Pleite. Heute wurde verhandelt. Es geht um mehr als 200 Millionen Euro, die aufzubringen sind. Morgen soll eine Entscheidung fallen. Eine Entscheidung, auf die auch zehntausende deutsche Urlauber warten, die mit Thomas Cook unterwegs sind. Ob für diese Rückholaktionen geplant sind, wie sie die englische Regierung im Notfall für britische Touristen bereits vorbereitet, dazu sagte die Bundesregierung heute bislang nichts. Aus London berichtet Julie Kurz. Sie wollen nach Hause, doch der Besitzer dieses Hotels in Tunesien lässt die Gäste nicht gehen. Er hat Wind bekommen von den Schwierigkeiten bei Thomas Cook. Aus Sorge, dass er auf Kosten sitzen bleibt, sollen nun die Gäste dafür aufkommen. Wir haben diesen Brief bekommen, auf dem stand, dass wir umgerechnet 1.800 Pfund zahlen müssen, was mehr als der Urlaub war. Und dabei habe ich schon gezahlt. Mittlerweile hat sich die Situation wohl geklärt. Doch die Verunsicherung ist groß bei Hotelbesitzern, Touristen, bei den Angestellten. In London verhandelt heute die Spitze des Konzerns mit Investoren, um eine drohende Pleite von Thomas Cook noch irgendwie abzuwenden. Auch die britische Regierung soll um eine Finanzspritze gebeten worden sein. Der Außenminister gibt sich zurückhaltend. In der Regel greife man nicht ein. Gleichzeitig versucht er, die Urlauber zu beruhigen. Wir hoffen natürlich, dass es für das Unternehmen weitergeht. Aber in jedem Fall haben wir Notfallpläne. Für den schlimmsten Fall unterstützen wir die Leute, die festsitzen. Es wäre die größte Rückholaktion in Friedenszeiten in der Geschichte des Königreichs. 600.000 Touristen sollen zurzeit mit Thomas Cook unterwegs sein, darunter auch viele Deutsche. Zum Konzern gehört auch der deutsche Reiseanbieter Neckermann und der Ferienflieger Condor. Die deutschen Töchter von Thomas Cook sind wirtschaftlich unabhängig. Jedenfalls werden sie eigenständig geführt. Das heißt, es gibt kein 1:1. Wenn der britischen Mutter etwas passiert, muss es sofort durchschlagen auf die Töchter. Aber grundsätzlich würde ich als Reisender eine gewisse Zurückhaltung, was Neubuchungen angeht, walten lassen. Einst war das Unternehmen der König unter den Pauschalreisen für Familien. Doch der Reisemarkt hat sich verändert. Der Konzern den Anschluss verpasst. Thomas Cook in Großbritannien leidet darunter, genau wie der Wettbewerber TUI in England, dass die Passagiere sich ihre Reisen selber zusammenstellen möchten und auch ganz klar die Preise vergleichen bei Hotelbuchung oder bei einer Reise mit einem Flug oder einem Kreuzfahrtschiff. Nach stundenlangen Besprechungen mit Investoren verließ am Abend der Geschäftsführer von Thomas Cook das Gebäude schweigend. Seitdem wird gerätselt, was er über die Zukunft des Traditionsunternehmens zu sagen hat. Das Azadi-Stadion in Teheran, das Stadion der Freiheit genannt wird. Wie Sie sehen, sehen Sie nur Männer. Die andere Hälfte der Bevölkerung hat im Iran nicht die Freiheit, ein Fußballspiel zu sehen. Halbnackten Männern auf dem Spielfeld zuzuschauen sei eine Sünde, sagen erzkonservative Geistliche. Und immer wieder werden Frauen bestraft, wenn sie es doch versuchen. Das sogenannte blaue Mädchen war so eine Frau, die nur weil sie ihren Lieblingsclub sehen wollte, ins Gefängnis sollte und sich dann als Protest selbst verbrannte. So schrecklich diese Geschichte ist, sie scheint nun tatsächlich ein wenig zu bewegen, selbst in den Köpfen der Mullahs. Nathalie Amiri. Es war ein Tag wie heute. Die junge Sahar wollte ins Azadi-Stadion in Teheran zum Derby. Sie trug einen blauen Schal, die Vereinsfarbe ihres heißgeliebten FC Esteghlal. Sie ist als Mann verkleidet, trotz vieler Kontrollen die einzige Chance, so vielleicht ins Stadion zu gelangen. Für die Männer hier wäre ihre Anwesenheit eigentlich kein Problem. Wir freuen uns, wenn die Frauen auch kommen. Sie haben doch auch ein Recht auf Fußball. Sie müssen kommen. Bei ihrem letzten Besuch im Stadion wurde Sahar erwischt und verhaftet. Das Urteil 6 Monate Gefängnis. Aus Protest übergoss sich Sahar Khodayari vor dem Gericht mit Benzin und zündete sich an. Letzte Woche erlag sie ihren Verletzungen. Weltweit gab es einen Aufschrei. Im Netz bekommt Sahar den Namen »Das blaue Mädchen«. Und es wird auch Kritik an der FIFA laut. Sahar könnte noch leben, wenn diese früher Druck auf die Islamische Republik ausgeübt hätte. Erst seitdem der Weltfußballverband der iranischen Nationalmannschaft mit Turnierausschuss droht, bewegt sich was.
Lassen Sie mich Klartext sprechen. Wir haben jetzt die feste Zusage erhalten, dass alle Frauen im Iran bei allen Fußballspielen zuschauen dürfen. Nächsten Monat gibt es ein WM-Qualifikationsspiel im Iran. Die iranische Föderation hat bestätigt, dass es Frauen erlaubt sein wird, dieses im Iran zu besuchen. Ganz so ideal, wie es in der Aussage der FIFA klingt, sieht die Realität nicht aus. Beim nächsten Länderspiel Iran-Kambodscha am 10. Oktober dürfen jetzt Frauen im Internet Tickets kaufen, so viel ich weiß, aber nur 1.400. 100.000 Plätze gibt es und dann nur 1.400 für Frauen? Das ist keine Zahl. Antranik Teymurian, ein ehemaliger Fußballer beim FC Esteghlal, twitterte nach dem Tod von Sahar: Eines Tages wird ein Stadion im Iran den Namen »Das blaue Mädchen« bekommen. Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit und ist im Moment auch Teil des Konfliktes zwischen den USA und dem Iran. Nun hat der iranische Präsident Rouhani eine Initiative für Frieden und Sicherheit angekündigt. Damit beginnen die Nachrichten mit Linda Zavakis. Rouhani sagte in Teheran, er werde seinen Plan bei der bevorstehenden UN-Vollversammlung vorlegen. Der Iran wolle mit einer Koalition der Golfstaaten und ohne ausländische Schutzmächte für die Sicherheit der Schifffahrt im Persischen Golf sorgen. Die Einmischung von außen sei problematisch und gefährlich. Nach mehreren Vorfällen mit Tankern im Persischen Golf hatten die USA Ende August ihre Militärpräsenz dort verstärkt. Die Deutsche Bahn rechnet als Folge der Klimabeschlüsse mit mehr als 20 Milliarden Euro zusätzlich. Nach Angaben von Bahnchef Lutz soll die vorgesehene Senkung der Mehrwertsteuer für Fernverkehrtickets voll an die Kunden weitergegeben werden. Fahrkarten würden dadurch um 10% billiger und auch Bahncard-Nutzer könnten davon profitieren. Der Dichter und Schriftsteller Günter Kunert ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren. Sein Werk umfasst vor allem Lyrik, aber auch Romane, Essays und Drehbücher für Film und Hörfunk. 1976 unterzeichnete Kunert eine Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR. Erst kürzlich erschien sein Roman Die zweite Frau. Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik. Aus der Sicht des Westens war der vor allem geprägt von Mauer und Stacheldraht, von Spitzelei und langen Schlangen vom Konsum. Und der Osten malte seine sozialistische Welt dagegen natürlich in den prächtigsten Farben. Das wahre Leben aber vertrug weder Schwarzmalen noch Schönfärberei. Es war wie wohl überall auf der Welt. Man tanzte oder man hatte die Nase voll. Manchmal war der Job eine Tretmühle, manchmal feierte man Triumphe. So schlicht, so spannend. Denn so eine Sammlung alltäglicher Einblicke gab es bisher noch nicht. Die Open Memory Box zeigt im Internet nun private Schmalfilme aus 4 DDR-Jahrzehnten, aufgenommen von 150 Familien. Robert Holm. So, das ist das Café Moskau, das berühmte. Zum ersten Mal war sie 1969 hier. Da war sie 20. Ja, und da drüben, wo der U-Bahn-Eingang ist, da war dieses berühmte Exquisit. Also ein Laden, in dem teure Kleidung verkauft wurde. Wir waren Studenten und mein Mann hat mir da ein wahnsinns teures Kleid gekauft. Sehr schöne Erinnerung, weil also erstmal hatte ich meinen damaligen Freund kennengelernt und konnte mit ihm die Sachen gemeinsam unternehmen. Ein junges Paar aus Sachsen fährt nach Berlin. Sie kaufen ein, gehen ins Theater, genießen die Hauptstadt und filmen sich dabei. Banale Szenen aus dem DDR-Alltag, scheinbar. Und ich zeige diese Bilder, diese Filme an Leute in Kanada und plötzlich denken sie, Mensch, die Menschen haben dort gelebt, genau wie wir. Amateuraufnahmen wie ihre haben historische Bedeutung, sagt Lawrence McFalls. Und deswegen hat er gesammelt. 2238 Filmrollen, die DDR privat, hier oft lustig und unbeschwert. 415 Stunden Material sind jetzt digitalisiert und online. Open Memory Box heißt das Projekt. Die Macher wollen nichts verharmlosen, aber das DDR-Bild ergänzen schon. Wir sehen also alle möglichen Schichten und Einkommensstrukturen. Die Kameras wurden vom Schlosser bis zum Mediziner benutzt. Und auch die Bilder ihres Lebens gehören nun zum großen DDR-Online-Archiv. Wie die Reise per Anhalter. Im Gepäck Wurst und Brot bis nach Prag.
SED-Diktatur und Stasi und FKK, das wird oft gezeigt. Aber so, wie es den normalen Leuten ergangen ist, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Die DDR am Küchentisch oder im Wohnzimmer. Seit heute Abend online zu sehen, nicht auf den üblichen Social-Media-Kanälen, sondern bei openmemorybox.de. Ihn kannte jeder in der DDR, spätestens seit 1978. Da war Sigmund Jähn der erste Deutsche, der ins All flog. Ein Bürger der DDR, wie die SED-Zeitung Neues Deutschland voller Stolz titelte. Aber der Kosmonaut war nicht nur ein Held seiner Zeit, sondern auch beliebt bei seinen Nachfolgern. Alexander Gerst bezeichnete ihn als netten, guten Freund. Jetzt ist Sigmund Jähn im Alter von 82 Jahren gestorben. Baikonur, August 1978. Der Flug ins All, der Sigmund Jähn zum Volkshelden machte. Der erste Deutsche im Weltraum, ein DDR-Bürger. Jähn glaubte zu wissen, was er seinem Staat schuldig war, und lernte die Worte auswendig, die ihm das Politbüro vorgegeben hatte. Ich widme meinen Flug dem 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, meinem sozialistischen Vaterland. 25 Jahre später sah der Physiker seine sozialistischen Grüße aus dem All ganz pragmatisch. Wenn man eine solche Aufgabe bekommt, dann kann man nicht schon vor dem Flug sagen, das sage ich aber nicht. Dann hast du erstmal schon dein Pulver verschossen. Und außerdem war ich Offizier, wir waren so erzogen. Das gehörte eben dazu. Heute spricht man anders. Ob es ehrlicher ist, ist eine andere Thematik. Die SED-Staatsführung nutzte den Flug für Propagandazwecke, stilisierte ihn als Sieg im Wettrennen gegen die BRD. Sigmund Jähn wurde als Held verehrt. Die westliche Presse dagegen verhöhnte ihn als Trittbrettfahrer und Mitesser in der Russenrakete. Nach dem Mauerfall war der Kosmonaut für die ESA aktiv, organisierte die Zusammenarbeit zwischen westeuropäischen und russischen Raumfahrern. Öffentlich trat er zuletzt nur noch selten auf. Eng verbunden blieb er seinem Geburtsort Morgenröte-Rautenkranz, wo das einzige Raumfahrtmuseum Deutschlands steht. Hier feierte er auch das 30-jährige Jubiläum seines historischen Weltraumfluges. Und wir kommen zum Sport und den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga, die beide eins gemein hatten. Die entscheidenden Tore fielen erst kurz vor Schluss, Julia Büchler. In Frankfurt, da war es 2 Minuten vor Schluss soweit. Dortmund schießt sich selbst den Ausgleich rein. Eigentor 2:2, damit der Endstand. Frankfurt zufrieden, Dortmund dagegen geschockt und genervt beim BVB herrscht. Dicke Luft. Liegt es an der Qualität oder an der Mentalität? Fakt ist, Dortmund hat gefühlt verloren und Frankfurt gefühlt gewonnen. Ein Unentschieden und zwei völlig verschiedene Gefühlswelten. Ein später Frankfurter Jubelsprung tief ins Herz des BVB. Denn des einen Freud ist des anderen Leid. Geben Sie mir ein paar Sekunden. Ja, ich denke, zweite Halbzeit 2:1 geführt. Bringt das Spiel nicht über die Bühne. Selber schuld gewesen, denke ich. Wenn man das Spiel jetzt über 90 Minuten gesehen hat, kann man dann schon fast wie von einem Sieg sprechen, obwohl es nur ein Punkt geworden ist. Die 90 Minuten in Frankfurt beginnen mit einem starken und dominanten BVB. Eintrachts Nationalkeeper Kevin Trapp kann gegen Sancho und Reus zunächst noch zweimal dazwischen funken. Doch gegen den völlig freistehenden Axel Witsel ist er dann chancenlos. Dortmund führt nach 11 Minuten mit 1:0 und hat in der ersten halben Stunde alles im Griff. Lässt dann aber die Eintracht kommen, die Zügel schleifen und ihm viel zu viel Platz. Neuzugang André Silva mit dem Ausgleich kurz vor der Pause. Sein erstes Tor für Eintracht Frankfurt, wenn auch mit einem kleinen Schönheitsfehler. Normalerweise schnappe ich mir nach einem Tor immer direkt den Ball und renne zur Mittellinie, aber es war mein erstes und ich war so aufgeregt, da habe ich es einfach vergessen. Zweite Hälfte. Erinnerungen an den Anfang. Wieder pariert Trapp zunächst. Wieder ist Witsel am Ball und bereitet diesmal die erneute Führung durch Jadon Sancho vor. Nach 66 Minuten liegt der BVB wieder vorne, vergisst dann aber unter den Augen von Bundestrainer Jogi Löw etwas anderes, nämlich die Partie wie hier durch Hazard zu entscheiden.
Vor allem hier in Frankfurt wissen wir, dass, oder jeder weiß, dass sie immer wieder kommen können. Frankfurt kämpft und kommt wieder. Die 88. Minute, der eingewechselte Daichi Kamada mit dem umjubelten 2:2 Ausgleich. Delaney fälscht den Ball noch ins eigene Tor ab. Und Dortmund fragt sich am Ende, woran lag's? Mentalität. Es ist nichts zu tun mit Mentalität. Es ist okay, aber es ist nicht Mentalität. Ist die Eintracht dann schon gefühlter Sieger ein bisschen? Ja, Sieger bist du, wenn du 3 Punkte holst. Aber trotzdem ist es erstmal für ein gutes Gefühl gewesen, einfach, weil die Jungs sich für den Aufwand auch belohnt haben. Und so liegen in Frankfurt heute Freud und Leid ganz eng beieinander. Mit 2:1 gewinnt Gladbach gegen Düsseldorf. Markus Thuram, U21-Nationalspieler aus Frankreich, dreht das Spiel mit 2 Toren. Gladbach ist sein erster Verein im Ausland, aber er kennt das Metier. Sein Vater Lilian Thuram ist Welt- und Europameister 1998 und 2000. Da war sein Sohn gerade mal 1 bzw. 3 Jahre alt. Heute, knapp 20 Jahre später, lässt Markus Thuram ganz Gladbach jubeln. Der erste Heimspielsieg, so heißt es, nach mehr als 8 Monaten, also echt schon lange her, ist ein ganz besonderer. Die Gladbacher Leidenszeit endet in der 88. Minute. Mit einer Szene, die ganz viel Drama bereithält, die alles bietet. Von Latte über Kopfball bis zum Tor, das erst keins sein darf. Abseits angezeigt. Ein Abseits, das der Assistent exklusiv gesehen hat. Beim ersten Schuss von Raphael, alles okay. Beim Kopfball von Ginter auch. Beim letzten Einschlag von Thuram sowieso. Der Kölner Keller meldet sich bei Schiri Dingert. Tor nach Videobeweis. Das entscheidende Tor. Ein paar Minuten später strahlt Torschütze Thuram, strahlt ganz Gladbach. Nach dem Donnerstag und nach 8 Monaten, glaube ich, ohne Heimsieg, war das für uns heute, für die Mannschaft, für die Fans, für den Verein sehr, sehr wichtig. Happy End nach schwerem Start. Die Fans nach der peinlichen Euroleague-Pleite vor dem Spiel erstaunlich gut gelaunt. Ihre Jungs in Weiß, aber gleich wieder unter Druck durch die Düsseldorfer. Deren Ecke zunächst geblockt, aber nicht richtig. Gieselmann auf den Kopf von Hofmann, dann Adams mit dem Kopf. Ball nicht im Netz, aber hinter der Linie. Zeigt Schiri Dingert an. Startelf und Tordebüt der Leihgabe aus Hoffenheim. Nach 6 Minuten liegt Gladbach zu Hause schon wieder hinten. Die Anfangsphase ist ziemlich wild. Botzek, 12. Minute, die Fortuna nur knapp vom 2:0 entfernt. Die Borussia vorne mit Spielfreude. Embolo vorbei an Steffen, aber zu langsam mit den Füßen. Chance vertan. Viel Diskussionsbedarf auf der Bank, Langeweile auf dem Platz. Bis zum Kopfball von Ginter. Gegen die Laufrichtung des Keepers, aber völlig ohne Druck. Schwer zu ertragen, diese Ungefährlichkeit. 2. Hälfte. Gladbach wirkt jetzt aufmerksamer, während Patrick Herrmann Steffen raumfüllend im Weg. Die Borussia wird bissiger, wird besser. Zakaria auf Herrmann. Nein, der ist kein Kopfballungeheuer. Eine gute Stunde vorbei. Alles mühevoll, bis Neuhaus einen Zauberpass auf Leiner spielt. Thuram in der Mitte ernst macht. 1:1, 74. Minute aufatmen. Gladbach ist wieder mittendrin. Dank des eingewechselten Thuram einer wundervollen Kombination mit zählbarem Abschluss. Und dann folgt eben dieser emotionale Schlusspunkt, der für alle Schwächen zuvor entschädigt. Bitter für Düsseldorf. Das ist kein Rückschlag, das ist eine ärgerliche Niederlage, aber sonst nichts. Gladbach dagegen atemlos vor Glück. Es war wichtig, 3 Punkte zu holen, auch für die Tabelle. Endlich ein Heimsieg. Ich bin sehr froh. Thuram, der Held des Tages, vom Coach liebevoll gewürdigt. Die Tabelle. Leipzig bleibt Tabellenführer vor den Bayern, Dortmund und Freiburg. Auf den Europa-League-Plätzen Schalke und Gladbach. Es folgen Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Die 2. Hälfte wird angeführt von Werder Bremen, dahinter Augsburg, Düsseldorf und Hoffenheim. Gefolgt von Union Berlin und Hertha BSC in der Abstiegszone Köln, Mainz und Schlusslicht Paderborn. Morgen empfängt dann noch Wolfsburg Hoffenheim. In der Formel 1, da legt Sebastian Vettel ein fehlerfreies Rennen hin. Es ist ein besonderer Sieg in Singapur, denn der Ferrari-Fahrer beendet damit auch seine monatelange Krise. Endlich ist es geschafft. Nach über einem Jahr gewinnt der Heppenheimer wieder ein Formel 1-Rennen. Beim Start verändert sich die Reihenfolge zunächst nicht. Charles Leclerc zieht vorne weg, dahinter Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Aufgrund der schwierigen Überholmöglichkeiten ist auf dem Startkurs die Strategie entscheidend. Ferrari hier besser, am besten Sebastian Vettel. Er wechselt als Erster die Reifen und kommt so an seinem Teamkollegen vorbei. Die Taktik von Mercedes geht nicht auf. Lewis Hamilton verliert an Boden und kommt am Ende über Platz 4 nicht hinaus.
Nach harten Positionskämpfen ordnen drei Safety-Car-Phasen das Feld wieder ein. Sebastian Vettel allerdings lässt zu keiner Zeit Zweifel aufkommen, dass er dieses Rennen beherrscht. Am Ende gewinnt er vor seinem Teamkollegen, damit Doppelsieg für Ferrari. Und schnelle Zeiten gab es auch bei der Rad-Weltmeisterschaft in England. Im neuen Teamwettbewerb, da holt sich die deutsche Mannschaft Silber, volle Frauenpower zum WM-Auftakt. Diese Aufholjagd hat alles abverlangt. Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger fahren die deutsche Mixed-Staffel noch auf das WM-Podest, trotz mäßiger Vorlage des Männertrios. Süterlin, Polit und der durch Rippenprobleme geschwächte Toni Martin fahren zuerst und wechseln nur als Fünfte. Die zweite Rennhälfte durch Harrogate läuft dann aber nach deutschem Medaillenplan. Silber, wie schon bei der EM, erneut nur geschlagen von den Frauen und Männern der Niederlande. Ja, anders als in England war bei uns das Wetter heute ein Traum, Claudia. Geht das so weiter? Nein, Karen, morgen 9.50 Uhr, Herbstanfang. Das Wetter stellt sich komplett drauf ein. Zumindest in der Südwesthälfte im Nordosten bleibt es noch bei viel Sonnenschein und auch angenehm hohen Temperaturen. Im Moment zumindest noch angenehm, weil es kann jetzt nur kälter werden oder am ehesten kälter werden. Morgen also im Südwesten dichte Wolkenfelder, ein kompaktes Wolkenband, so gut wie keine Sonne. Mit jedem Kilometer nach Nordosten scheint sie. Vor allen Dingen Berlin-Brandenburg kommt auf rund 10 Stunden. Und dann wird es auch deutlich kühler im Laufe der Woche. Das heißt hier beispielsweise Kassel, die Temperaturen gehen jetzt erstmal runter morgen auf rund 16, 17 Grad. Dann nochmal ein leichter Anstieg, pendeln sich dann aber auf rund 18 Grad ein. Morgen Vormittag dichte Wolken aus Südwesten mit Regen. Nach Nordosten viel Sonnenschein. Am Nachmittag kommt dieses Regenband dann noch ein Stück weiter nach Osten voran. Kräftig regnen wird es in Oberbayern. Dahinter schon wieder ein bisschen Sonnenschein. Davor sonnig mit 23, 24 Grad unter der Front 12 bis 15. Am Dienstag dann Reste der Front noch im Osten. Von Westen her neuer Regen und am Mittwoch überall ziemlich wechselhaft und kühler. Danke für die Aussichten, Claudia Kleinert. Das war's von uns für heute. Hier folgt Titel, Thesen, Temperamente, das ich Ihnen wie immer unbedingt empfehlen möchte. Ab morgen begrüßt Sie hier in den Tagesthemen Ingo Zamperoni. Und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.